Hallo und herzlich willkommen bei Ökometrie, heute ungewohnt ganz in Schwarz. Nein, wir haben nichts zu betrauern, sondern eher etwas zu feiern. Zwar existiert unser Magazin erst seit kurzer Zeit, dennoch wollen wir heute einen Rückblick auf 5 Jahre Hangover Television in High Definition wagen. Der YouTube-Channel von Hangover Television existiert ja bereits seit Mai 2005 und vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den allerersten Kurzfilm. Bleib stehen! Mein Truck! Nun eine wirklich gut gelungene Parodie für die damalige Zeit und die damaligen Möglichkeiten. Die Menge der Finanzmittel ist bei uns ja gleich geblieben, nur die Technik hat sich verbessert. Denn seit nunmehr 5 Jahren produzieren wir Filme und Videos in High Definition. Grund genug also für einen Rückblick der besonderen Art. Denn in den vergangenen Jahren waren wir zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten in und um Chemnitz immer mal wieder mit der Kamera unterwegs und haben teils beeindruckende Aufnahmen gemacht. Freuen Sie sich also auf eine spannende Sendung, die Ihre Sinne schärfen und Sie in Erinnerungen schwelgen lässt. Und dafür nehmen wir uns heute sogar eine ganze Stunde lang Zeit. Unser erster Film ist begründet auf einer eher banalen Frage. Was hat sich in unserer Stadt getan in den letzten 5 Jahren? Wir haben lange in unseren Archiven geschaut, sortiert und schließlich eine Kollektion aus Zeitraffern, Vergleichen und Momentaufnahmen von verschiedenen stadtgeschichtlichen Ereignissen und Veränderungen zusammengestellt. Freuen Sie sich also auf unser Stadtarchiv.
Nächste Haltestelle. Zentralhaltestelle. Zentrale Umsteigestelle. Nächste Haltestelle. Borna. Ganz gut,
Nun, über dieses Musikfest haben wir bereits hinlänglich berichtet auf unserem Kanal. Leider hat sich seitdem nichts verändert, was die Kultur bzw. dessen Förderung in Chemnitz betrifft. Nun, Veränderungen können sowohl positiv als auch negativ sein. Negativ nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Tiere unserer Stadt. Erst vor kurzem war ja wieder die Rede von der Schließung des Wildgatters. Leider. In den letzten 5 Jahren haben wir in und um Chemnitz auch viele Aufnahmen von Tieren gemacht. Auch hier waren bei weitem nicht alle positiv. Aber wir haben trotzdem beschlossen, ihr ein paar skurrile und niedliche Szenen in unserem nächsten Beitrag zusammenzufassen. Aufnahmen, die sie verblüffen lassen. Nicht nur visuell, sondern auch akustisch. Freuen Sie sich also auf unsere kleine Sammlung aus dem Alltag der Tierwelt.
Neben diesen interessanten Aufnahmen gab es natürlich auch viele mehr belanglose und kuriose Momente, die wir mit Ihnen teilen wollen. Dabei lassen wir natürlich auch nicht aus, einen gewissen Seitenhieb gleich am Anfang zu setzen, was das Adjektiv kurios betrifft. Sie werden gleich sehen, worum es sich handelt. Vielleicht ist in unserem nächsten Beitrag nicht alles zum Lachen, vielleicht ist einiges auch langweilig. Aber wir waren dennoch der Meinung, dass es sich lohnen wird, Ihnen diese Aufnahmen zu zeigen. Aufnahmen, die Sie so vielleicht noch nie gesehen haben, sowohl von unten wie von oben betrachtet. Also schauen Sie genau hin. Come on, baby girl, let's get it going on. I'ma hit the highway and do it my way. It ain't no game, girl, so I don't play games. I keep it up straight, right up in your face. So make your mind up, cause life is too short. I got the vest on, boy, put your belt on. Stop acting all cool like Kanye West, boy. You be riding through the wire and the camera get on fire. You don't. Slow, hit the backseat when you're doing the licking, kissing, squeezing, do the damn thing, man. Glasses all tinted so no one comes sitting. To the car, get the handy from the bar. I'ma pack the bar, cause it's time to get high. Unpack my sack, mommy, let me get inside.
An und für sich sind einige dieser Aufnahmen doch sehr interessant, denn wir erinnern uns gerade bei diesen Szenen an ein Ereignis vom 9. Januar 2013, als zwei Eurofighter der Luftwaffe in Nordsachsen und vor allem auch im Chemnitzer Land einige Schäden verursacht haben. Schäden entstanden in den letzten 5 Jahren auch durch die Zunahme der Wetterextreme, unter anderem ausgelöst durch den Klimawandel. Der wohl interessanteste Filmzusammenschnitt überhaupt in unserer Sendung ist eine Chronologie dieser Wetter- und Naturereignisse. Erst bei der Zusammenfassung für diese Ausgabe habe ich persönlich gemerkt, wie wahnsinnig doch das Leben auf der Erde sein wird in Zukunft, wenn wir nicht im großen Stile auf der ganzen Welt etwas gegen den Klimawandel tun. Nun sind zwar 5 Jahre kein repräsentativer Zeitraum, aber Sie werden selbst sehen und auch hören, wie von Jahr zu Jahr die Dinge sich verschlimmern. Auf die eine oder andere Art und Weise. Mit einigen dieser Aufnahmen verbinde ich selbst schlimme Erinnerungen, mit anderen eher schöne. Auch hier ist positiv und negativ mit im Spiel. Hier ist es also, unser Wetter- und Naturarchiv. Thank you.
Neubrandenburg, Siemens. Geschlossen. Bitte verlassen Sie umgehend das Weihnachtsmarktgelände. Thank you.
Boah, stürmische Zeiten erwarten uns natürlich auch in Zukunft. Ja, nach diesen teils doch sehr beklemmenden Aufnahmen wollen wir noch einmal ins Positive übergehen und für ein bisschen Beruhigung sorgen. Es gibt durchaus Momente, in denen man sich einfach zurücklehnen und genießen möchte. Also tun Sie das auch. Hier sind unsere 10 besten Entspannungsmomente.
Nun, so ein Lagerfeuer macht man ja gerne abends. Aber Vorsicht, im Raum Chemnitz darf man nur in begrenztem Umfang feuern. Und denken Sie im Hochsommer an die Waldbrandgefahr. Ich selbst habe es zweimal erlebt, wie glühende Asche beinahe ein bzw. mehrere Bäume in Brand gesteckt hätte. Zum Glück konnten wir das vorher verhindern. Nun, Feuer hat den Menschen zu Beginn auch Licht ins Dunkle gebracht. Aber seit Erfindung des elektrischen Lichts und spätestens seit Verbreitung der Elektrizität wird es in unserer Stadt nachts immer heller. Unser letzter Film zeigt die wohl uninteressantesten Szenen überhaupt, denn ohne eine großartige Serie ringsherum muten diese Aufnahmen eher langweilig an. Obwohl man bei einigen schon der Meinung sein könnte, man stünde oder säße selber da und würde zuschauen. Wir haben uns aber gedacht, dass diese doch eher allnächtlichen Szenen zu dieser Sendung gehören. Denn ohne Nacht gäbe es auch keinen Tag. Film ab, also für die Chemnitzer Nachtansichten.
Nun, allnächtlich sind diese Aufnahmen gewiss nicht, obwohl wir in den vergangenen Jahren auch eine Zunahme privater Feuerwerke außerhalb der Silvester- und Neujahrszeit beobachten konnten. Auf unserer Homepage www.gldj-htv.tk finden Sie übrigens die ganze Sendung als Podcast sowie Links zu Filmen und Bildern aus den vergangenen Jahren. Das war also unsere Sendung zu 5 Jahren Hangover Television in High Definition. Und zum Schluss habe ich noch einen Stargast hier. Sie kennen ihn ja bereits, Piano Lisko. Höve hoa menta. Nun, wir beide wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr mit Gesundheit, Glück und Mut. Setzen wir uns gemeinsam dafür ein, damit neben unserem Land auch unsere Stadt und vor allem auch die Welt sozialer, ökologischer und gerechter werden. In diesem Sinne, heben Sie nicht ab und bleiben Sie auf dem Teppich. Auf die nächsten Jahre. Awar und Nekemen.